Es würde mich wirklich freuen, denn das Ganze war ein wenig nervig, die ganze Zeit disconnected zu werden. So, okay, schauen wir mal, ob das alles so hinhaut, wie ich das will heute. Sieht gut aus, sehr schön, sieht sehr gut aus, perfekto. Gut, wir sind stehen geblieben bei der Story Quest und ich gehe mal hier nicht hier rauf, will ich. In die richtige Szene rein. So. Okay. Gut, schauen wir mal. Oh. Aus davor. So, das waren diese kleinen Nebenquests, die ich für die Hauptquest gemacht habe. Ne, das lese ich ja, wie ich schon gesagt habe, nicht durch. Und das lese ich mir auch nicht durch. Das könnt ihr alle haben. So, bitteschön. Und oben war noch einer, glaube ich. Ah ja, genau. Und nicht vergessen. Ah nein, jetzt habe ich ihn weggemacht. Dodo. Dodo, mein Dodo gucken. So, Dodo, mein treuer Begleiter. Hier immer am Start. Ja. Nie vergessen. So, du bekommst auch noch einen. Und wo ist der letzte? Wo ist denn jetzt? Ah, hier. Der Relement. Bitteschön. Du bekommst auch was von mir. Und einen ganz oben. Oder habe ich jetzt unten einen übersehen? Die Frage, ne? Was ich auch noch machen will eigentlich, genau, das könnte ich jetzt unter Umständen gleich machen. Und, das ist noch für Verteidiger. Muss ich darauf schauen, dass es auf Healer umspringt? Wow. Hier war ich noch nicht, oder? Was denn hier? Cool. Hey, Wahnsinn. Was gibt's hier denn oben? Ist der ganz oben, oder... Ich renne jetzt wahrscheinlich eben sonst hoch, aber hier gibt es eine Glocke. Cool. Okay. Das heißt, hier gibt es so gesehen nichts von Relevanz. Okay. Okay, dann gehen wir halt wieder runter. Wupp. So. Wo sind denn jetzt die letzten, die hier... Ah, hier stehen die noch. Wie habe ich denn die übersehen? Ja, hier. Achso, ja, abschließen passt schon. Du hast auch noch irgendwas für mich? Genau, du hast das da. Okay. So. Ah ja. Genau, das waren drei solche kleine Nebenquests, ne? Wie? Ach so, darüber, okay. So. Schauen wir mal, ist eigentlich irgendjemand online in Final Fantasy? Ja, der Ryo ist online. Guck an. Er ist immer online, glaube ich. Immer am Start, der Ryo. Warte, wo? War der oben, oder? Nein. Ah, hier, doch. Ja, ja, was für dich. Hier, ein Steak. Ja, ja, ist für dich. Passt. Raptoren-Gulasch, Konstitution, Konstitution-Schnelligkeit. Ich glaube, das ist besser für den Heiler. Ich meine, ich werde das Buffo ziemlich sicher nicht benutzen. Beim Leveln, aber... Naja, Schaden... haben schadet ja nicht. So sieht. Auf ein Wort schadern. Ich bin es leid, hier tatenlos herumzustehen und möchte mich irgendwie nützlich machen. Deshalb habe ich mir vorgenommen, einen neuen Destillierapparat für das Hospital zu konstruieren. Es ist schon seltsam, dass ich genau weiß, wie ein solcher Apparat aufgebaut ist und mich trotzdem kaum an meine Vergangenheit erinnere. Vielleicht hilft die praktische Arbeit ja meinem Gedächtnis ein wenig auf die Sprünge. Um den Destillierkolben fertigzustellen, brauche ich noch 6 Eis-Hexagon-Essenzen. Kannst du sie mir bringen? Mit den Essenzen kann ich einen Kälteschutz konstruieren, der den Betrieb des Destillierkolbens selbst in dieser eisigen Umgebung ermöglicht. Das mag dir widersprüchlich erscheinen, doch ich werde dir beweisen, dass es funktioniert. Okay, diese Eis-Hexagons, oder wie sie heißen, die haben wir schon ein paar Mal gesehen, ne? Wo bin ich denn? Warte. Da oben. Alles klar. So, gucken wir mal immer wieder rein. Ist immer noch auf Verteidiger. Und ich will ja als Heiler rein, ne? Von daher warte ich das jetzt hier mal ab. Gibt's ja eigentlich noch... Hier gibt's... Es wird nie angezeigt. Es wird mir nie angezeigt, wenn jemand online kommt, oder?
in dem Spiel. Also da gibt es keine Notification oder so dafür. Oder kann man das einstellen irgendwie? So, hier müssten die sein, die Viechis. Ah, der killt gerade. Toll. Jo. Schön. Also ich sehe genau das eine... Toll. Ah, da hinten. Nein! Nein! Okay, das ist lästig. Was soll das denn? Wieso farmen? Droppen die irgendwas Tolles oder machen die alle zufällig genau dieselben Quests hier? Okay, der ist jetzt einfach verschwunden. Toll. Jo, das heißt, die farmen hier schon die Eis-Hexagons, die ich für die Quest brauche, und ich habe jetzt quasi die A-Karte, oder wie sehe ich das? Okay, das ist tot. Toll, also das ist doch nervig. So, das ist meiner. Damit wir uns hier verstanden haben. Ah, da steht der dort. Da hinten ist noch einer. Es ist aber echt angenehm, dass diese Dinge automatisch aufgesammelt werden und dass man die nicht manuell einsammeln muss. So. Na gut, immerhin spawnen die jetzt gerade nach der Reihe wieder. Ist ja auch schon mal was. Dass ich ja nicht ewig auf den Respawn warten muss, das wäre ein klein wenig lästig gewesen. So, und da hinten sind zwei? Jo, da sind zwei. Perfekt. Wenn der mir nicht irgendjemand wieder wegnimmt hier, kurz bevor ich sie habe. So, wie sieht es mit der Inhaltssuche aus? Immer noch Verteidiger. Okay. Oh Mann. So, einen brauche ich noch. Einen. Wo ist er? Wer meldet sich freiwillig? Ah, da oben. Das ist irgendwie komisch. Die werden auf der Minimap gar nicht da angezeigt, wo sie laut Minimap sein sollen. Also sie sind nicht da, wo sie laut Minimap sein sollten. Und was ist denn... Was ist denn das für ein Vieh da unten? Naul. Was passiert? Oh, das ist eine Elite oder so, ne? Ja, den greife ich besser nicht an, oder? Oder? Soll ich den... Ich weiß es nicht. Macht das Sinn? Ah, schauen wir mal, vielleicht packe ich den, ja. Oh. Ist das ein Boss oder ein Rare Mob oder so irgendwie? Glaubt der was Tolles? Also wirklich viel Schaden macht er ja nicht, offenbar. Bin ich gespannt. Regina ist weg. Er macht jetzt auch nicht so viel Schaden, als würde ich mir da großartig Sorgen machen, ne? Ja, ich glaube, den schaffe ich. Das dürfte vermutlich kein Problem sein. Der gute Naul, der... Brauche ich Regena nicht mal draufhalten. So wenig Schaden macht er. Baut halt nur ein wenig, bis der down ist, ne? Weil ich nicht allzu viel Schaden habe, aber dürfte trotzdem kein Problem sein. Irgendwann stirbt er, bevor ich es tue. Möchte ich mal meinen. Naja. So. Was hast du gedroppt? Absolut gar nichts, oder? Der hat nichts gedroppt. Okay. Dann hat sich das ja gelohnt. Großartig. Wahnsinn. Okay.
immer noch Verteidiger. Haben wir hier einen Tankmangel? Werden Heiler nicht mehr gebraucht, oder wie? Das ist schade. So, ich müsste aber eigentlich mein Chocobo auch mal beschwören, ne? Und das mitnehmen und kämpfen lassen und nicht immer nur ich selbst, damit das levelt. Hast du die Sensen, um die ich dich gebeten habe? Ja, die habe ich. Bitteschön. Was für ein faszinierendes Gerät. Das soll ein Destillierapparat sein? Es sieht so seltsam aus. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie die Maschine funktionieren soll, aber sie sieht sehr beeindruckend aus. Wenn dieser Apparat tatsächlich so effektiv ist, wie unser Gast behauptet, wird er unsere Arbeit stark vereinfachen. Denk nur an die Medikamente, die wir damit herstellen können und an die Leben, die wir damit retten können werden. Ja, wohl wahr. Hütet euch vor den Verlockungen dieser Fremden, denn sie sprechen mit gespaltener Zunge. Der ist sehr misstrauisch, der Typ. Sie wollen euch in Versuchung führen, um euer Vertrauen zu erschleichen. Doch bedenkt, dass sie sich gegen die Inquisition gestellt und einen mutmaßlichen Heretiker verteidigt haben. Wirklich? Helon, sei Dank, Inquisitor, dass ihr gerade noch rechtzeitig erschienen seid, um uns zu warnen. Wir standen kurz davor, uns von diesen Ungläubigen einwickeln zu lassen. Jo. Der versaut mir echt alles, der Typ. Hat er nichts Besseres zu tun, als mir nachzulaufen und mir den Ruf zu versauen? Warum ist er bloß so versessen darauf, uns Steine in den Weg zu legen? Was haben wir ihm getan? War es so schlimm, dass wir Ritter Frenzel verteidigt haben? Ich fürchte, wir haben uns einen mächtigen Feind gemacht. Nein, ich glaube, dass der Typ eigentlich an der Verschwörung schuld ist oder teilhat, sagen wir so. Und dass er das jetzt uns quasi so in die Schuhe schieben will, um von sich selbst abzulenken. Das denke ich zumindest. Könnte ich mir schon gut vorstellen hier. So, ich habe jetzt hier einen Ring bekommen. Der ist aber nicht besser. Okay. Seit dem Vorfall mit dem Destillierapparat bin ich mir sicher, dass Inquisitor Golem alles in seiner Macht Stehende tun wird, um das Vertrauen der Ritter gegen uns zu schüren. Solange er uns im Weg steht, haben wir mit unserer Suche wenig Hoffnung auf Erfolg. Wir sollten mehr über ihn in Erfahrung bringen. Hör dich doch einmal bei den Leuten hier um. Vielleicht findest du heraus, welche Pläne der feine Herr Inquisitor tatsächlich verfolgt. Beratschlage dich dann draußen im Hof mit Alfinaud. Er ist ein schlauer Bursche und hat sicher eine Idee, wie wir die Informationen über Golem gegen ihn verwenden können. So. Oh Mann, das sind aber wieder viele hier. Also es wäre einer drinnen gewesen sogar. Ah, hier unten. Ja komm. Achso, sollte ich eigentlich lesen. Das ist sicher interessant. Das habe ich jetzt dummerweise einfach mal übersprungen, obwohl es mich ja interessiert sogar, weil ich ja der Meinung bin, dass der Typ selber nicht ganz sauber ist, ne? Ah, das wird wieder unten im anderen Gebäude sein. Muss man nicht... Wo man den Unterschied nicht sieht, so Sekündchen. So. Okay. Alboa. Jetzt schnüffelst du also auch schon beim ehrenwerten Inquisitor Golem hinterher? Was auch immer du vorhast, denk ja nicht, dass ich mich für deine zwielichten Pläne einspannen lasse. Von mir erfährst du nichts. Okay, das war hilfreich, dankeschön. Heiler! Da haben wir's. Teilnehmen? Nein. Hier, teilnehmen. Registrierung wurde durchgeführt und trotzdem müssen wir ganz minimalst warten. Okay. So, der Tank ist AFK, oder wie? Das ist auch mal eine Seltenheit, wenn du eh schon einen Instant Invite bekommst. Würde ich mal behaupten. Und jetzt kommt wieder Ifrit, ne? So, was haben wir denn hier? Ein leichter Trupp, wie immer. Thank you.
Oh nein, sogar eine High-Level-Instanz. Da freue ich mich sogar. Also unter Anführungszeichen High-Level. Versunkene Tempel von Khan. War ich hier schon? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Kenne ich das Dungeon? Irgendwie kommt es mir bekannt vor, aber irgendwie auch wieder nicht. Erhalten alle Teilnehmer beim Abschluss einen Bonus auf Vergütung. Okay, ich war ja noch nicht, oder? Und ich bekomme es trotzdem als Random Dungeon? Das ist interessant. Äußerst interessant. Ah, das ist der Tank. Ups. Der Tabellar habe ich mir jetzt verguckt, ne? Achso, ich habe den Skill noch nicht. Ich habe Sanctus noch nicht. Deswegen kann ich nicht Sanctus spammen. Ja, das macht Sinn, ne? Welches Level ist denn das jetzt hier? 37? Okay, 37. Also doch relativ low level. Welche Skills habe ich jetzt? Okay, Residra habe ich immer noch nicht. Benediction habe ich auch nicht. Sanctus habe ich auch nicht. Wieso ist mein Pet nicht da? Aber Vitage habe ich auch immer noch nicht. Wahnsinn, ich habe hier so gut wie gar nichts noch. Stimmt, mit 35 habe ich erst Regener bekommen, ne? Der Typ heißt Pokémon. LOL. Okay. So, alles mal hier zudotten. Bisschen, ne? Er bekommt eh so wenig Schaden. Regener allein regelt es schon. Wieso wartet er dann immer so lang? Pull doch einfach die nächsten, Kollege. Dazzler, you can change to Bard with level 30. What? Aha, okay. Na dann. Also jetzt, da bekommt er eigentlich ziemlich krass sogar, muss ich sagen. Wieso bekommt denn der so stark aufs Maul? Das gibt's doch gar nicht. Wahnsinn. Okay. Also von drei Mobs ist eher unüblich. Hat das so schlechtes Equipment? Ist das ein Low-Level? Ne, ihr seht 37. Interessant. Oh Gott. Dann sollte ich jetzt hier nicht sterben lassen. Weil ich kann mich jetzt aber gar nicht erinnern, war ich schon in dem Dungeon drin oder nicht? Es kommt mir irgendwie so fremd vor, als wäre ich hier noch nicht drin gewesen, aber jedes Dungeon, das ich freigespielt habe ich schon mal gemacht. Von daher müsste ich eigentlich schon mal drin gewesen sein. So, den Bogen, den kann ich ja nicht brauchen, ne? Was passiert? Oh nee. Nicht sagen, ich habe jetzt einen Disconnect. Oh Gott. Das war ein Mega-Lag. Ach, come on. Das gibt's doch nicht. Habe ich den Bug jetzt immer noch mit den Disconnects? Oh, Mann. Wie nervig ist das denn? Ich meine, das ist jetzt schon... 3 Tage so, das gibt's ja wohl nicht. Ah, Mann, hey, komm. Was, Backups von Charakteren zu erstellen? Was? Cool. Hey, servus, Rio. Grüß dich. Oh Mann, es ist so lästig. Ich verstehe nicht, wieso ich jetzt ständig Disconnects in Final Fantasy auf einmal habe. Ist doch...
Ich hätte gehofft, dass das nur einen Tag lang so ist, aber nee. Das ist jetzt, es war am Freitag so, nee, plötzlich am Donnerstag war es so und jetzt ist es schon wieder so. Es ist etwas unschön, muss ich sagen. Wo ist denn jetzt der Dritte hier?